Mobbing-Erfahrungen hat. Ich hatte einige Probleme, also Selbstmordgedanken. Ja, Jessica Feeling, vielleicht ist der ein oder andere weiß gar nicht, wer du bist. Ich weiß es, das wissen bestimmt auch viele andere, aber vielleicht so ganz kurz zu deiner Person. Du lebst ja in Las Vegas. Erzähl mal so, wie fing das eigentlich an, dass du jetzt hier in Vegas bist? Hast du die Passion, also die Leidenschaft von Poker zum Beruf gemacht? Wie kam's? Seitdem ich ein kleines Kind war, habe ich immer Karten geliebt. Also ich habe Jim Rummy gespielt, ich habe Mau Mau gespielt, ich bin total verknallt in Karten gewesen, seitdem ich denken kann. Und als ich 26 war, hat mir mein damaliger Freund Poker gezeigt. Und dann dieselbe Sache. Ich habe mich komplett verliebt. Ich habe Bücher gekauft. Ich habe auf WSOP.com, also so eine CD-ROM gespielt. Ich habe die ganzen Turniere da gespielt. Ich habe Bracelets gewonnen. Ich habe alles und ich so, ist geil. Cool. Ich bin so eine tolle Spielerin und habe dann halt mehr gespielt und mehr gespielt. Und dann, also total recreational, total instinktiver Spieler. Und habe dann aber mein Diplom abgeschlossen als Diplomkauffrau. Habe dann bei Amazon angefangen zu arbeiten. Und, in Deutschland? In Deutschland, in München. Und 2016 habe ich dann beschlossen, ich will nach Seattle, weil ich will mehr Karriere machen. Und es ist einfach einfacher in Headquarters. Und bin dann nach Seattle transferiert worden und habe dann weiterhin 3 Jahre gearbeitet. Während der Zeit, in der ich in Seattle war, habe ich kaum Karten gespielt. Ein bisschen habe ich, ich wusste auch nicht, dass ich online spielen kann. Ich habe auf PokerStars angefangen und alles und habe aber dann so ein bisschen den Anschluss verloren. Aber habe immer gehofft, dass ich die Chance bekomme, herauszufinden, ob ich es im Poker schaffen kann. Und ich habe dann Teams gewechselt und das hat nicht so ganz geklappt. Also ich habe mich mit meinen Führungskräften nicht so gut verstanden und hab dann beschlossen, oder wir haben zusammen beschlossen, dass ich gehen soll. Und dann habe ich aufgehört, bei Amazon zu arbeiten, habe meinen zweiten Master abgeschlossen und dann habe ich mir gedacht... In Deutschland dann wieder? Nee, in Seattle. Dann in Seattle, okay. Ja, das war ein Fernstudium. Mhm. Also ich habe meinen... Den Master nach. Ja. Den Master abgeschlossen und dann habe ich nach einer Gelegenheit gesucht, in Vegas zu wohnen und mich da auszuprobieren. Okay. Und dann im Oktober 2021 oder so, mitten in Covid, bin ich dann nach Vegas gezogen und habe angefangen zu spielen. Oh Gott, ich war furchtbar. Ich habe nicht einen Tag, zwei gesehen. So, also das, wann war das denn? Im späten Oktober 2021 oder früh? Oktober. Ah ja, wir haben uns, glaube ich, im November getroffen. Da war die WSOP, ja. Die war ja dann diesmal nicht im Sommer, sondern wegen der Covid-Sache. Oder war das? Doch, es war 21. War das November 21. Dann war das Oktober 2020, dass ich versucht habe, als ich hierher gekommen bin. Okay. Genau, weil im Februar 2021 war ich dann, bin ich offiziell hierher gezogen. Okay. Genau. Und dann haben wir uns kennengelernt im November 2021. Ja. Ja, genau. Und seitdem habe ich gespielt. Ich habe mich viel verbessern müssen. Ich hatte einen sehr guten Coach, der mir also am Anfang umsonst geholfen hat. Also super, super amazing. Und dann nach und nach habe ich mehr Erfolge gehabt und das hat dann im letzten Monat gegipfelt in dem LA. Genau, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Da gab es noch eine ganz spannende Sache, die ich gesehen habe jetzt, ne? Also ich habe jetzt, machen wir mal so back vor und zurück. Du hast ja den WSOP-EC-Ring gewonnen, das Main-Event gewonnen sogar. Die Situation, die ich mitbekommen habe, war, dass du in diesem Tag, Final Day, zu spät gekommen bist, eine halbe Stunde oder so. Mhm. Und deine Emotionen waren komplett, man hat es gesehen, du warst aufgewühlt,
Wie kam es dazu, dass du so zu spät kamst, wenn ich fragen darf? Ja, ich meine, es hat dich nicht geschadet. Du hast den Titel geholt. Ja. Erzähl mal von den Situationen, wo du da reinkamst zu spät und wie es dann für dich weiterging. Ich habe, was man als Borderline Personality Disorder bezeichnet. Also im Endeffekt ist es so eine, ich habe das vorher in Deutschland nie gewusst, weil ich, da war ich auch nicht wirklich, ich war ein bisschen in Therapie oder so und dann habe ich habe gedacht, ich habe Probleme, meine Wut zu regulieren und solche Sachen. Also ich bin ein rationaler Mensch, der zu viele Emotionen hat. Mhm. Und mit der Emotionsregulierung hatte ich immer Probleme und ich wusste aber nicht, woher das kommt. Und dann hatte ich mehrere Issues und gerade, also ich bin Poker dankbar dafür, aber Poker kann, bringt einfach alles aus dir heraus. Alles, ja. Egal was du hast, ob du ein ängstlicher Mensch bist oder ein Mensch bist, der vielleicht Mobbing-Erfahrungen hat und es einfach nicht mehr will. Also wenn du dann siehst, dass jemand dich raised, dann wirst du zurückkämpfen und dann, mhm. Also egal was sich in dir bewegt, zeigt sich dann in deinem Spiel. Also es hat sich dann in meinem Spiel gezeigt, aber auch zwischendrin, zwischen Spieltagen und so weiter. Ich hatte einige Probleme, also Selbstmordgedanken. Während der Phase, wo wir jetzt gerade von reden, von dieser, ja, in dieser Tunnelphase. Da auch, genau. Und dann oder hat jetzt generell? Jahre, okay. Es hat sich über das letzte Jahr vor allem gezeigt, mhm. dass ich das habe. Und ich hatte eine Episode am Tag davor. Also ich hatte mich mit dem Typen, mit dem ich da gedatet habe, also gestritten gehabt am Tag zuvor. Wurde unglaublich emotional und Alkohol war auch involviert und dann war ich am nächsten Tag, ich bin aufgewacht, ich hatte kaum geschlafen und das sage ich normalerweise nicht so leicht, aber ein Teil von mir wollte nicht zum Turnier gehen. Ein Teil von mir wollte nicht zum Turnier gehen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt nicht in dem Turnier erscheine, dann dann habe ich keinen Grund mehr, mich nicht umzubringen. Weil ich da immer so gestruggelt habe zwischen... Also das war... Ja. Du wolltest dir quasi nicht die Möglichkeit geben, dich doch noch zurück zu... Mhm. Weil ich mir gedacht, das ist so wichtig. Ja. Weil ich immer so, so Selbstmordgedanken gehabt habe, aber es nie wirklich, so halb versucht, aber nie wirklich. Und dann in der Situation habe ich mir gedacht, wenn ich das verpasse, wenn ich dieses Turnier verpasse, wo ich jetzt gerade auf dem Stream erscheine... Das ist ja auch noch der Druck, der dazu ja, kommt. Ja, da habe ich gedacht, dann werde ich mich so schämen, dass ich dann diesen Überlebensinstinkt umgehen kann. Was für ein Schicksal, dass du es dann gewonnen hast. Das ist ja, Wahnsinn. ich habe es drauf angelegt und dann. Ja, das war ein Zeichen, würde ich und sagen. Dann, ja, und dann habe ich gedacht, ach Gott, oh Gott. Und dann, wir haben uns, also der Freund und ich, wir haben uns unterhalten und dann habe ich mir gedacht, ja, aber mein Coach ist da und er hat die Hoffnung in mich. Es gibt so Leute, die in mich investiert haben. Ich kann nicht. Ich muss einfach hin. Und dann war ich einfach da und habe mir gedacht, also das sieht man dann auch auf Kamera. Also so. Ja, ich habe nur gesehen, du atmest tief durch. Man hat gemerkt, es ist irgendwas vorgefallen, was auch immer es war. Ne? Ich dachte jetzt, okay, vielleicht ist es irgendwie zu spät gekommen, was aus welchem Grund auch immer. Und du hast dich halt tierisch geärgert darüber, also so kam es halt rüber, ne? Und das war okay, jetzt muss ich aber erstmal wieder grounden, runterkommen und dann mein bestes Spiel spielen. So kam es für mich als Zuschauer rüber. Ja. Ja, und dann war es, dann ging es wie für dich, also du konntest dich dann relativ schnell auf das Spiel konzentrieren? Ja, überraschenderweise. Ich glaube, es war so, Teil davon war, dass ich, also Borderline Personality Disorder, nur ganz kurz, ist im Endeffekt ist ein Teil des Gehirns, die Amygdala, nicht so groß wie bei normalen Menschen. Das heißt, wir spüren Schmerzen intensiver, wir spüren Schmerzen schneller. Also es ist wie so eine Welle, die einen, die einfach
überschwemmt und dann weiß man nicht mehr, was man machen soll. Also Medikamente helfen da, also Medikamente helfen in der Situation, wenn es schon... Wenn du merkst, dass das dann, ja. Genau, aber so sind wir einfach, so sind wir einfach geboren. Oder manchmal kommt es auch von der Erziehung, aber ich glaube, das war schon immer so. Genau, und dann war ich bei dem Turnier und konnte, ich glaube, weil ich so viele Emotionen hatte und keinen Bock mehr hatte, ich hatte keinen Bock mehr an irgendwas anderes zu denken, habe ich mich dann komplett auf das Spiel konzentrieren können. Und dann Schlüsselhände, vielleicht fällt dir so ein, zwei Situationen ein, die alles geändert haben, dass es Richtung Turniersieg ging? Ich meine, ich hatte die ganze Zeit Asse. Asse und Könige. Also ja, schön. So, genau. Perfekter Moment. Ja. Mich hat der, ich glaube, der Turnierdirektor hat auch gefragt, hast du gedacht, dass du es gewinnst? Und du kannst nicht denken, dass du ein Turnier gewinnst. Du kannst nicht erstreben. Du kannst alles tun, um zu spielen, dass du es gewinnen kannst. Aber du kannst nicht beschließen, wie in einem Kampf, wie so Boxen oder was weiß ich was, oder so, okay, ich gehe jetzt da rein und ich gewinne. Wenn die Karten nicht kommen, dann kommen die Karten nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, aber dann, als ich plötzlich immer die Asse und die Könige im richtigen Moment hatte, ich hatte Main Event, was ich gebastelt bin, 7-mal Asse oder sowas, aber nicht ein einziges Mal Auszahlung. Ja. In dem LA, in Commerce, habe ich Raise, 3-Bet, All-In, Asse. So, ja. Das sind so einfach perfekte Setups. Okay. Und ansonsten die war halt eine Hand am Final Table gegen James Silver, wo er ein Set Damen gefloppt hat. Also ich öffne Button, wir sind glaube ich 40, 50 Big Blinds deep. Er 3-bettet im Small Blind. Ich habe Ass 4 in Herz. Und ich überlege halt, ich könnte auf seine 30 Big Blinds oder 35 Big Blinds, ich könnte jammen, ich könnte flatten. Ich glaube, ich folde nie da. Ich hatte eine ganz ähnliche Situation ein paar Hände zuvor gegen Cooper, als er mich gedreibettet hat, aber ich, bei Cooper wusste ich, er kam zweimal von zwei Big Blinds zurück ins Spiel. Ich dachte, er spielt einfach, er ist befreit. Er hat keine Angst. Er ist super befreit. Ich wusste, dass er Bluffs in seiner Range hat, also habe ich gejammt und er hatte Ass 2 suited. Ein Fold. Bei James hatte ich irgendwie instinktiv das Gefühl, dass er stärker war. Aber ich habe mir gedacht, ja, schauen wir halt. Ich habe gecallt. Auf Flop kommt Ass, Dame, irgendeine kleine Karte, ein Herz. Mhm. Er setzt 25, also Prozent oder so. Ich calle. Turn kommt wieder eine kleine Karte, zweites Herz. Er checkt. Ich glaube, das ist ein Standard-Check. Ich check. River kommt das dritte Herz. Und er checkt wieder. Ich gehe einfach 125. Ich schiebe irgendwas, ein ganz kleines bisschen über Pot und er snap-called. Mhm. Und bustet halt dann. Und ich habe 100 Big Blinds plötzlich. Und er war Zweiter in Chips, glaube ich. Wow. Ja. Also das war eine ganz intensive Schlüsselhand. Also es war, ich hatte, als ich dann seine Chips hatte, hatte die ganze Seite voller Chips. Und dann kam der Floorman und hat die größeren Chips in 500.000 Plug, wie sagt man auf Deutsch? Also diese größeren, nicht die. Genau, ja. Genau. Ich habe noch nie mit denen gespielt. Ja. Und das Witzige ist, kennt man vom Cash Game eher und so, ne? Oder vom Triton. Casino, was auch immer, ja. Ja. ich habe die dann bekommen. Und das Witzige war, also ich habe mich so gut mit dem Final Table verstanden. Also ich habe ich glaube, das war auch so ein ganz wichtiges Element darin, dass ich zu mir zurückgefunden habe und spielen konnte, weil die Leute so nett waren, die also so wirklich ernsthaft, nicht besorgt, aber wohlwollend waren. Mhm. Das war einfach ein klasse Tisch und die Jungs haben dann gelacht und als ich die Stapel an diesen blauen Plaketten hatte, waren haben dann Witze gemacht, oh, she thinks
she won't have to use them. Mhm. So, und tatsächlich habe ich nicht ein einziges, ich hatte diese Plakette, ich habe sie nicht ein einziges Mal benutzt. Ja. Ja, und dann. Wie viele wart ihr da noch zu dem Zeitpunkt, als du den zweiten gebastelt hast? Als ich, James, er war Vierter. Ja, ja, James wurde Vierter. Aber die Jungs sind echt alle klasse. Ich habe sie jetzt an der WSOP wieder getroffen und wir war so nett. Christian war dann so, ich war im Ladies Event. Ich bin 135. geworden, also nichts. Aber er hat mich gesehen und hat gesagt, weißt du was, was echt gut aussieht neben dem Ring? Ein Bracelet. Ja, genau. So. Und er war auch in einem Final Table irgendwo. Also wir waren Fans voneinander. Ja. Also weil jetzt bist du nochmal zurück zu deinem Werdegang. Februar 21 hast du gesagt, dann nach Vegas offiziell gezogen. Mhm. Und der Step raus aus dem Angestelltenverhältnis, rein in eine Selbstständigkeit mit all den Risiken, die da auch mitkommen. Wie handelst du das für dich und wie ist der aktuelle Stand? Also bist du jetzt hier, wohnst du in einem, weiß ich nicht, wie stellt man sich's vor, in einer Wohnung, auf Miete? Hast du schon Eigentum, wenn du darüber erzählen möchtest? Also ja, also ich war bei Amazon relativ hoch im Rang, also so mein Job war ziemlich gut bezahlt und mein erstes Jahr habe ich irgendwie ein Drittel verdient von dem, was ich vorher verdient habe. Im zweiten Jahr war es zwei Drittel von dem. Im dritten Jahr habe ich fast nichts verdient. Also im dritten Jahr, das war jetzt eben das Jahr zuvor, als die ganzen psychologischen Issues rausgekommen sind und ich mit dem ganzen, also es war viel los in mir drinnen und das hat sich dann eben auch gezeigt im Spiel. Ich habe ein bisschen was online verdient, aber nicht viel. Und am Anfang dieses Jahres gleich 50.000 verloren. Ich meine, ich weiß, 50.000 ist nicht viel im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt 1.500 Dollar Turniere spiele und so weiter, aber angefühlt, als ob es viel wäre. Und ich habe nicht gewusst, okay, wenn ich jetzt mein viertes und fünftes Jahr Geld verliere, ich habe Ersparnisse von Amazon, aber ich habe mich nach neuen Jobs umgeschaut und so. Mhm. Also ich war in einer extremen, also psychologischen Stresssituation. Und ich hatte beschlossen, vor zwei Monaten mir eine Eigentumswohnung zu holen. Also ich habe mir eine Wohnung gekauft von den Ersparnissen von Amazon und hatte noch ein bisschen, also ich hatte noch gut Ersparnis übrig, aber ich habe mir gedacht, also ich kann diese 50.000 Dollar Downswings, wenn die jetzt noch 6 Mal passieren, dann was passiert dann mit mir? Und ich habe auch nie, also ich habe keine Rückmeldung bekommen okay, ich habe mich nicht wirklich angestrengt, aber von den Bewerbungen, die ich geschickt habe. Mhm. Dann war ich so, oh Gott. Und dann habe ich es gewonnen. Und jetzt jetzt habe ich eine Eigentumswohnung und genauso viel Geld, wie ich hatte, bevor ich die Wohnung gekauft habe. Sehr gut. Also, das war so der allerletzte Moment. Mhm. Abartig Glück. Kommt es also dann in dem Moment, wo es das Schicksal sagt, okay, jetzt oder nie, ne? Wie im Film. Ja, genau. Also, wie im Film. Ja, und jetzt hast du dich quasi wirklich hier jetzt komplett als Resident niedergelassen. Mit der Eigentumswohnung und wie sieht dein Plan aus für Vegas? Also bist du eher dem Live-Poker zugewandt oder online? Weil ihr könnt ja jetzt hier auch die WSOP-Seite spielen, also Online-Poker spielen. Wieso sieht so dein Alltag aus, auch in Zukunft? Was sind so deine Wünsche? Also ich spiele auch online. Es gibt ein paar Online-Seiten, auf denen man spielen kann, die ganz gut sind. Oder man fliegt halt nach Mexiko rüber oder fährt nach Mexiko, spielt PokerStars. Ich habe letztes Jahr die Scoop gespielt. Passabel. Nichts Großartiges. Aber was ich so am Poker liebe, ist, dass es abwechslungsreich sein kann. Also ich kann jeden Morgen, normalerweise sind Sonntage Online-Poker, weil ich 50 Mal ein Live-Turnier spielen kann zur selben Zeit. Nicht zur selben Zeit, okay, vielleicht 12 oder so, aber trotzdem in dem Zeitraum des Tages. Also ich spiele gerne online, meistens Sonntag, dann mal Dienstag und sonst fülle ich das dann mit Live-Turnieren. Auch ich reise auch gerne für den WSOP Circuit.
in den USA. Wenn sich jetzt alles dann mal gelegt hat mit der WSOP, dann will ich mir auch ausrechnen, ob ich, ich würde gerne die WSOP Europe spielen. Ich würde gerne, da waren meine ersten Erfolge, also mittelmäßig und in, was früher das CCC war. Ja, ja. Wien wird auf jeden Fall auch da sein, ja. Ja, das wär richtig cool. Aber dann muss ich ausrechnen, ob mit Hotels und so weiter. Ja. Und ja. Asia Poker Tours und so weiter. Also es gibt Poker überall und ich reise unglaublich gerne. Und das würde ich jetzt gerne machen, wenn ich es mir leisten kann. Und heißt dein Alltag, also wir haben jetzt WSOP jetzt, und natürlich hat man eben vor dem Interview drüber gesprochen. Da sagtest du mir, im Ares sind normalerweise $160 Turniere. Wenn ich jetzt hier bin, sind es halt immer 800 und plus. In anderen Casinos genauso. Aber in der Off-Season quasi, wie sieht es da aus? Also hast du da genug Möglichkeiten, auch Poker-Turniere zu spielen, die deinem Average-Bein, das du so sonst spielst, auch gerecht wird? Oder ist das dann schwieriger, sogar in Las Vegas, sowas zu finden? Also ich würde sagen, Wynn und Venetian haben die größten Turniere. Und das sind dann immer $400, $600, $800 okay. Turniere und die sind, und das sind ganz, ganz, ganz gut dann, so für Average Buy-in. Und ansonsten halt rumreisen, Cherokee, Texas, also es gibt ein paar Plätze. Aber ja, es geht. Ja. Online wird halt viel attraktiver als jetzt. Jetzt habe ich überhaupt nicht online gespielt. Ich glaube, ich hatte 3 WSOP Bracelet Events gespielt. Ich habe 2 gecashed, aber dann habe ich aufgehört. Ich habe dann mich nur auf Live konzentriert. Aber wenn dann die WSOP vorbei ist, dann wird online wieder attraktiver zu spielen. Mhm. Auch weil der Tag einfach viel besser strukturiert ist. Dass man dann weiß, wann es aufhört. Und es ist schon ein bisschen anstrengend live. Ja, glaube ich. Ja. Ich spiele ja fast nur online, daher. Also, das ist halt immer hier so die Ausnahme. Also online ist auch anstrengend, aber es ist halt dann intensiver in einem bestimmten Zeitraum. Ja. Also offensichtlich sind 5 Minuten Pausen sehr kurz. Ja. Also ein bisschen ein anderer Druck, ein bisschen ein anderes, also du brauchst eine andere Energie dafür. Du brauchst halt so eine Hyperfokus für, was weiß ich, 10 Stunden, glaube ich, online. Und dann mit den Live ist es halt, morgens aufstehen, dann sollst du dich konzentrieren. Ich weiß, live ist sehr viel langsamer, also musst du dich wirklich anstrengen, weil das zieht deinen Fokus nicht so. Und dann so, oh ja, aber das habe ich schon gesehen und Handy und also sich darauf, Handy wegzulegen, nur darauf zu konzentrieren. Dann die 20 Minuten Pausen und dann halt einfach von, was weiß ich, 11 bis um 1, das ist halt anders. Ja, absolut. Das merke ich auch jetzt in der kurzen Zeit. Das ist halt, die Tage sind immer ewig lang und dann passiert es wie bei dir jetzt beim Main Event oder wie ich das jetzt in Dailies auch erlebt habe. Du spielst da, bei dir waren es 3 Tage lang oder ich dann jetzt 3-4 Mal jetzt hier auch in Vegas, spielst du dann den ganzen Tag 8 Stunden und am Ende gibt's nichts. Du ja. Babbelst und fertig. Ja. So, das ist natürlich dann schon ein anderes Ding, als wenn du online babbelst, irgendwie vom Kopf, glaube ich. Ne? Weil A, die Phase kürzer ist. Und B, und wahrscheinlich ganz Tisch andere Emotionen auch. Ja, genau. Der nächste Tisch geht auf. Und richtig. Dann so in den Turnieren da spielst du halt dann, okay, Poker-Atlas aufmachen, wo kommen genau. Wir jetzt hin? Kann man überhaupt noch irgendwo hin? Da hatte ich gestern das Problem, wo gehe ich noch hin? Da bin ich ja halt diese South Point gefahren. Ja. Das ist ja halt immer, ist schon tough, diese Live-Pokerei, ne? Also, ja. Ja, das stimmt auch. Die Varianz ist natürlich ja. die gleiche. Und das ist, Freizeit-Pokerspieler sind ein bisschen, also anders im Live als online. Die Varianz ist länger, also ja, klar, logischerweise. Ja, du kannst ja nur ein Turnier am Tag spielen. Wo wir gerade Live-Poker sind, wir hatten eben ein gutes Thema beim Frühstücken. Es geht um Poker, Frauen beim Pokern. Oh ja. Das hattest du mal angeschnitten, da gab es eine Diskussion ja jetzt in der Community, weil jemand da ein bisschen polarisiert hat, ne, das Thema und gesagt hat, dass Frauen beim Poker, also du kannst da ein bisschen mehr zu erzählen, ich habe jetzt das nur so ein bisschen bei der Seite mitbekommen. Worum ging es da genau? Die Person meinte, dass Frauen nicht so wettbewerbsorientiert seien ja. wie Männer. Also, und wollte das auf biologische Unterschiede zurückberufen. Und also ich habe das studiert, deswegen war eben auch mein zweiter Masterabschluss war in Wirtschaftspsychologie. Ich habe die
Also the perception of gender inequality in tech. Also im Endeffekt, ich habe mich auf Frauen konzentriert und Frauen interviewt und Frauen, also mit Fragebogen und allem, wie bewusst sich Frauen sind oder ob sie überhaupt irgendwas wahrnehmen von Unterschieden zwischen Männern und Frauen in Tech, also in so der Tech Industrie. Firm. Genau. Mhm. Und habe sehr viele, in der Recherche dafür, habe ich sehr viele interessante Dinge gelernt über wie viel Biologie ist, wie viel Erziehung ist, wie viel soziale Umstände sind und so weiter und so fort. Die Punkte habe ich dann versucht aufzubringen und das wurde dann alles zusammengefasst, weil einige sehr intelligente Frauen sich dazu geäußert haben. Sehr intelligente, sehr ambitionierte Frauen sich dazu geäußert haben. Und das hat sich, und dann, ich glaube, Poker.org oder sowas hat es dann alles zusammengefasst. Und ich glaube, es wurde nie, eine Frau wollte sich mit der Person treffen und dann darüber unterhalten auf seinem Stream. Ich glaube, es wurde nichts, weil sie sich nicht da einigen konnten auf die Konditionen. Mhm. Ja, ich meine, es ist, was es ist. Wir werden es nie wirklich herausfinden, wie viel Biologie ist und wie viel Erziehung ist und wie viel Gesellschaft ist und so weiter und so fort. Ich denke, was das Wichtige ist, ist, dass wenn Frauen sich in diesen Nischen, in Tech, in, was weiß ich, im Poker, in den Umgebungen profilieren, also wenn eine Frau auftaucht am Pokertisch, man nicht gleich annimmt, dass sie schlechter sein muss als jetzt der nächste Mann. Wenn jedem die gleichen Chancen gegeben wird, sich zu beweisen, dann denke ich, ist das alles okay. Aber was das Problem, das ich hatte mit der Person, ist, dass wenn man einen gewissen Stand hat, und er ist eine sehr profilierte Person, kennt sich unglaublich gut mit Poker aus, ist eine Person, die ein Vorbild ist für viele Leute. Solche Personen sollten sich vielleicht mit diesen extremen Meinungen ein bisschen nuancierter ausdrücken. Weil wenn ich das gesehen hätte, ja. Weil ich hab den Typen verfolgt, ich habe alles angeschaut, ich habe so viel gelernt von ihm und ich wäre jetzt nicht, ich bin jetzt 38 und ich hätte das gesehen mit 28. Und dann, das kann so demotivierend sein. Ja, total. Das kann so demotivierend sein, dass er im Endeffekt dazu beitragen kann, dass Frauen es nicht wagen, den Sprung zu versuchen. Ich hoffe, dass ich erfolgreicher und erfolgreicher und erfolgreicher sein werde und ich lerne und drille, vielleicht nicht jeden Tag, aber 2 bis 3 Mal die Woche für mehrere Stunden. Wenn Leute zu mir herkommen, wow, ich bin so beeindruckt von dir, dann will ich das auch verdienen. Und deswegen regen mich bestimmte Personen auf, wenn sie sich auf ihrem Erfolg ausruhen und denken, okay, ich habe es schon geschafft, also kann ich machen, was ich will. Und deswegen bin ich da ein bisschen emotionaler geworden auch mit dem. Ja, also habt ihr hier nochmal das Gegenargument, ne? Das heißt, schreibt doch gerne mal in die Kommentare zu dem Thema oder uns, ne, persönlich Instagram. Ja, jetzt ist die WSOP quasi ja schon vorbei, ne? Also nicht mehr viele Tage. Eine Woche. Das heißt, WSOP Europe wäre erst im Oktober, glaube ich. Wie schaust du in die Zukunft? Klar, nicht der Big Dream ist logisch, den hat jeder, aber was ist auch der Big Dream am Ende? Also, im nächsten Monat ist mein Ziel einfach nur, meine Boxen auszupacken. Ich bin noch nicht mal richtig eingezogen. Ah, okay, also ja, stimmt. Ich bin ganz, 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 ganz frisch. Ich hatte zwischen der WSOP und LA gar keine Zeit. Ich lebe immer noch aus Boxen. Also erstmal so alles, mein Postfach zu finden für meinen Schlüssel, also so für meine Post und alles. Aber dann, das wird dann nächste 2 Wochen sein. Dann möchte ich meine Freunde in Seattle besuchen. Mhm. Vielleicht Seattle während dem Sommer ist einer der schönsten Plätze der Welt. Ich weiß es noch nicht. So das mittelfristige Ziel der WSOP Europe wäre eins. Längerfristig gesehen, also ich werde wahrscheinlich nie Content createn. Äh, ich,
Ich bin ein kompletter Nerd. Also ich bin ein Streber. Ich weiß, ja, ich kann Schubladen denken. Ich will nur Poker spielen, ich will nur Karten spielen. Mhm. Also, ich habe keine Energie für andere Sachen. Es wäre cool, irgendwann mal gesponsert zu werden. Ein Representer. Ich würde gerne einen Zweck finden oder eine Brand finden, für die ich stehen kann und für die ich repräsentieren kann. Und ich möchte gerne die Person sein, die ich gerne in anderen Personen sehen würde oder gesehen hätte. Mhm. Ja, und ansonsten einfach nur weiter ackern. Weiter ackern, weiter spielen, weiter lernen. Ich bin ein ambitionierter Mensch, aber ich weiß nicht, was ich in 10 Jahren machen will. Ich weiß, was ich jetzt will. Also kann ich nicht sagen, vielleicht in 15 Jahren, vielleicht will ich dann keine Karten mehr spielen, das kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht ändert sich das ein bisschen und ich will vielleicht in einem Unternehmen arbeiten, das mit Poker zu tun hat oder eins gründen, das weiß ich jetzt in dem Moment nicht, aber jetzt geht es nur um die Karten, wirklich. Schön. Ja, ich drücke dir die Daumen für all das, was du jetzt vorhast und war sehr schön, das Gespräch auch sehr intensiv, auch dass du so offen über deine Themen gesprochen hast, was dich beschäftigt, was auch die Situation jetzt bezüglich des, wo du den Ring dann doch noch gewonnen hast, also was natürlich eine tolle Fügung war. Ja, ist mit Sicherheit auch ein Thema, was vielleicht den einen oder anderen, der das Interview sieht oder die eine oder andere da auch was zu sagen kann oder auch selber betroffen ist. Weiß ich, würde ich jetzt mal sagen, bietest du dich an, also könnte man dich bei Instagram oder so mal auch mit dir austauschen, dann mach das auf jeden Fall. Oder sonst mich und ich leite weiter, verknüpfe euch. Jessica Fehling, ich wünsche dir alles, alles Gute hier in Vegas und auch für das, was du vorhast. Dankeschön. Danke für dein Interview.